Sowas wie die Bratpfanne oder den Topf, das könnten wir am Anfang mehr gebrauchen, aber naja, ist ja, sei es drum, ist ja nicht so schlimm, was wir nun letztendlich bekommen. Hauptsache, nach und nach füllt sich unsere Küche. Oder der Mixer, der war auch ganz nett. Julie, jetzt hau doch nicht die ganze Zeit ab. Da. Guck mal, sie sind schon größer. Bald sind sie erntereif. Bald sind sie erntereif, das sag ich euch. Bald sind sie erntereif. Da freue ich mich schon. Dann verdienen wir wieder ganz, ganz viel Geld. Das ist schön. So. Gießen wir alle schön. Und dann Julie, ab zu Celia. Julie. Ach, weißt du was? Gehe ich jetzt einfach zu Fuß. Da steht Julie zwar, aber ich gehe zu Fuß. Tschüss. Ein bisschen Sport machen müssen wir ja auch mal. So, angekommen. Hi, Celia. So. Ich freue mich, danke schön. Oh, du kommst zu Besuch. Mit dir habe ich so viel Spaß, dass ich die Zeit darüber vergesse. Das ist wirklich sehr schön, Celia. Das ist äußerst schön. So. Ich glaube, ich mache die Folgen dann auch 2 oder 1 Minute länger, um zu entschädigen, dass nicht 3 Folgen kommen. Ist natürlich jetzt sehr viel, 1 oder 2 Minuten länger, aber ich hoffe, ihr seht das als okay an. Falls nicht, wie gesagt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, könnt ihr mich zurechtweisen. Ihr könnt mir auch gerne immer, falls ihr euch nicht traut, was in die Kommentare zu schreiben, könnt ihr mir auch gerne mal eine PN schreiben. Auf die antworte ich natürlich auch. Lese ich mir alle immer schön brav durch, weil mich das natürlich auch interessiert, was ihr denkt. Und dann, ja, ist der Austausch zwischen uns beiden einfach besser. Hey Cori, der von dir bestellte Dämpfer ist angekommen. Ohne ihn kannst du keine leckeren Gerichte dämpfen. Heiße Anschaffung. Sehr witzig. Jedenfalls wurde er geliefert. Danke sehr. Mal sehen, können wir uns ja gleich mal angucken. Wo steht denn der liebe Dämpfer? Uhu, da. Ich weiß nur leider gar nicht, was wir kochen können. Mit dem Dämpfer. Aber das kann ich ja nochmal nachgucken. Dann wissen wir, was wir machen können und dann können wir uns was zu essen machen, was uns eigentlich überhaupt nichts bringt. Nein, jetzt ist da in der Mitte schon wieder so... Naja, ich hasse das, wenn in der Mitte da Unkraut ist. Das ist so nervig. Das nächste Mal mache ich ganz einfach, dass ich die Mitte auch mit anhake und dann gieße ich die immer und dann geht das nicht kaputt. Das ist echt so nervig die ganze Zeit. Weil dann bekommt man immer 1 weniger und das ist doof. Wenn das in der Mitte ist, sogar 2 weniger und das ist doof. So, Celia. Lalala. Ach ja, was ich übrigens angesprochen habe in der anderen Folge. Es gab letzte Woche kein Harvest Moon, weil ich leider nicht mehr dazu gekommen bin. Neu aufzunehmen. Ich hatte schon 2 Folgen aufgenommen eigentlich, aber mit denen war ich dann so unzufrieden. Ich weiß nicht, ich mochte die irgendwie überhaupt nicht. Tschüss, du Blödpupser. Deswegen habe ich die einfach gelöscht. Ja, so ist das manchmal bei mir. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen weiter als vorher, weil ich dann einfach irgendwelche Folgen lösche, die ich gar nicht, die ich überhaupt nicht gut fand. Und so war das jedenfalls da. Ja, deswegen kamen nur Skyrim und Harvest Moon. Ich hoffe, Skyrim kommt ganz gut an. Hat ja 6 bis 7 Aufrufe in der Regel. Also eigentlich ganz gut. Also für meine Verhältnisse ganz gut. Andere haben natürlich pro Video am Tag 10.000 Aufrufe. Aber das ist bei mir ja nun mal nicht so. Die Gurken sind erntereif. Aber das, ich weiß gar nicht, das muss ja auch nicht zwangsläufig sein. So viele Aufrufe. Ich bin ja auch froh, wenn ich... Also ich bin ja jetzt eigentlich schon froh mit meinen Aufrufen, die ich habe. Andere haben ja beispielsweise gar keine Aufrufe. Das ist ja ein bisschen... Das ist ehrlich traurig, weil das sind wirklich echt gute Let's Player. Und man kommt einfach nicht auf die. Ach ja, aber so ist das nun mal. Ich meine, einige haben auch einfach Glück und werden dann von irgendwelchen großen Let's Playern irgendwo erwähnt. Und dann bekommen die ganz viele Zuschauer, weil die auf einmal, wie heißt es? Ach ja, berühmt werden dadurch. Das ist dann ja immer für die glücklich, für die Glück.
Aber nun denn. Ich brauche gar nicht unbedingt 100.000 Abonnenten. Das brauche ich gar nicht. So. So. Ab zu Celia. Celia. Du bist ja ganz alleine hier. Upsa. Ich freue mich. Dankeschön. Oh, du kommst zu Besuch. Natürlich komme ich zu Besuch, lieber Celia. Also dann, tüdelü. Ach nee, ich habe ja vergessen, sie noch einmal anzusprechen. Genau, das sagt sie uns ja wieder. Und dann tschüss, wir sehen uns morgen wieder, lieber Celia. Und dann abgeschwind zurückreiten. Und da können wir dann morgen unser gesammeltes Gemüse bei Van verkaufen. Ich glaube, er heißt Van. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass er so heißt. So. Dann gehen wir mal schlafen. Gute Nacht. Morgen. So, Charlie, dich heben wir hoch. So, Ciel, dich heben wir hoch. Ja, hab ich euch lieb. Ja, ich hab euch lieb. Gucci. Stimmt, was ich mal eben auch mal machen könnte, das muss ich ja sowieso üben mit der Maus. So, zack. Ach nee, muss ich ja mit A anwählen. So. Achtung, passt auf. Man kann nämlich Folgendes machen. So, jetzt muss ich hier ein bisschen meine Maus sakrieren. Oh, das war ja prima, was ich da hingekriegt habe. Naja, neuer Rekord. Ist ja auch das erste Mal, dass wir das machen. Muss ich mal ein bisschen üben mit der Maus. So. Dafür kriegt man mehr Herzchen, wenn man das macht. So, streichen. Das ist voll schwierig mit der Maus. Mit dem DS-Stick ist das einfacher. Also mit dem Touchpin. Wechsle ich mal wieder durch die Mistril-Halskette aus. Dann kommen Julie, wir reiten geschwind zu der lieben Celia. Oder warte. Nein. Du bleibst stehen, du bleibst hier auf der Farm. Ich gehe zu Fuß dahin, damit der liebe Vaughn auch kommt. Also damit wir den Vaughn auch gleich anquatschen können, wenn er kommt. Meine Oma aus... weiß ich nicht. Ja, sie kommt. Kennt das jemand noch von euch? Das hat man noch in der Grundschule immer gesungen. Ach ja, so. Ab zu Celia, der Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo, du Blödpupser. So. Hier, Currypulver für dich, Celia. Ich schenke dir Currypulver. Ich freue mich. Dankeschön. Ja, das ist schön, dass sie sich freut. Da freuen wir uns auch, wenn sich unsere Geliebte freut. Das ist nämlich so, da ist man ein bisschen selbstlos, wenn man verliebt ist. Und ist nicht narzisstisch angelehnt, dass man für den jemanden... Ich meine, das ist natürlich Teil... Ach, das will ich jetzt gar nicht erzählen. Das würde jetzt, falls sich auf einmal viele Zuschauer haben, zu sehr Diskussionen in den Kommentaren auslösen. Oder auch so könnte das schon Diskussionen in den Kommentaren auslösen, wenn ich darüber jetzt rede. So, dann warten wir mal auf den lieben Vaughn. Vaughn! Hier kann man übrigens nicht weitergehen, weil wenn man hier hingeht, dann passiert Folgendes. Habe ich euch das schon mal gezeigt? Ich glaube ja. Kuri, wo willst du hin, ohne zu Ende zu arbeiten? Deine Arbeit ist noch nicht erledigt. Hier gibt's kein Herumtrödeln. Von dem lieben Jackie bekommen wir das gesagt. Werden wieder zurückgeworfen. Nach hier hin müssen wir mal ein bisschen rumlaufen und die Zeit rumkriegen. Vielleicht finden wir ja ein paar Gräser, genau. Lalala. Lalala. Wie kommen wir jetzt auf die Seite? So. So. Er macht auch nie das, was ich will.
So, und hier. Und hier. Und hier. Ach nee, jetzt können wir uns ja bald auch mal wieder die Angel holen, ne? 12 Uhr, glaube ich, bei Dingens oder Dingens bei Nina im Haus. Sonniger Tag. Das können wir ja mal machen. Mist, jetzt habe ich Unkraut aufgehoben. Die Gräser werde ich dann, denke ich mal, die gelben Gräser werde ich nicht essen, aber die orangen Gräser esse ich. Weil die gelben Gräser ziehen Ausdauer ab. Das ist jetzt eigentlich nicht das Schlimmste, so wenig wie die abziehen. Aber ich mache mal lieber die gelben, verkaufe ich. Dann haben wir eine zusätzliche Geldeinnahmequelle. Und die orangenen, die esse ich. Weil die orangenen haben keine Auswirkung auf Müdigkeit oder Dingens. So. Dann gehen wir mal ab zu dem lieben Van. Lalala. Ich eile. Guckt jemand von euch die ZSZ? Eiler. So, ab hoch zu dem lieben Van. Haha, der Van. Hahaha. Ja, er heißt Van. Willkommen. Ich würde gerne Objekte verkaufen. Und zwar das. Und zwar alles. Kann man auch einfach so das auswählen? Nein, kann man nicht. Okay, jetzt muss ich wieder hochdingensen. So, Aptiker, Game Guide, der kostenlose Tipp des Tages, der neue Daily Hit. Ich würde dafür insgesamt 2414 Gold bezahlen. Ist der Preis in Ordnung? Ja, ist ja jetzt nicht gerade viel, aber okay. Mach das halt. Ich würde dafür insgesamt 4000, nicht schlecht, 121 Gold bezahlen. Ist der Preis in Ordnung? Ja, also das ist wie gesagt die Level 2 Gurke. Ich frage mich übrigens, warum wir so wenig Level 2 Gurken haben und dafür so viele Level 1 Gurken. Ich habe ja eigentlich auf die Hälfte des Feldes, also die obere Hälfte habe ich Level 1 Gurken gemacht, die untere Hälfte Level 2 Gurken. Aber irgendwie bekommen wir nicht so viele Level 2 Gurken wie Level 1 Gurken. Das finde ich ein wenig seltsam. Ein wenig Samson finde ich das. Wie ich darauf jetzt komme, weiß ich auch nicht. Entschuldigung, ich habe gerade an meinem Arm gekratzt, deswegen war ich ein bisschen neben der Spur. Also die gelben Gräser, die verkaufen wir zu 19 Stück. Und dafür bekommen wir 3306 Gold. Ist der Preis in Ordnung? Natürlich ist er das. Vielen Dank. Also dann, wir sehen uns wieder. Danke, komm bald wieder. Natürlich werde ich bald wiederkommen. Tschüss, Van. Lalala. 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 Gräser. Sammle ich die einfach mal. Okay, die paar gelben Gräser können wir natürlich auch jetzt gleich einfach mal essen. Stellen wir uns in unser Haus und essen die alle. Nam, 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 nam. Schön alles essen. Ich frage mich auch, warum ich Celia immer noch Currypulver schenke, obwohl wir ihr ja ganz einfach jetzt wieder Blumen schenken können. So, aber was soll es? Haben wir ja genug von. So, zack. Nom, 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 nom. Lecker, lecker, die ganzen. So, was ich dann auch eben mache, ist folgendes. Wuffi. Ach, haben wir das heute schon? Naja, dann gehe ich mal schlafen. Gute Nacht. Nom, nom. Freitag der 14. Hahaha, nicht Freitag der 13. So, 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 so. (lacht) 4700 ist ja ein prima Score. So kommen wir natürlich nicht weit, wenn wir nicht mal ein rotes Herz hinkriegen. So. Oh. Das ist ja im Vergleich zu vorher auch nicht sonderlich viel. Nee, ist ja natürlich prima. So, Julie. Oh. So, dann hier massakriere ich mal meine Maus.
9905, nicht schlecht. Neuer Rekord. Hallo, ich will auf dich. Ach, ja, man kann ja gar nicht mit dem Handschuh satteln. So, zack, zack. Und dann sind die zwei Folgen auch wieder rum. Gut, dass ich das dann... Upsa. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, verdammt. View. Window Size. Inspiration. HD. CD Layout. Horizontal. Entschuldigung. Also, ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und damit viel Spaß bei was auch immer ihr gerade tut. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich ja abonnieren. Dann seht ihr immer auf eurer YouTube-Startseite, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Oder ihr könnt das Video auch kommentieren oder liken, je nachdem. Dafür müsst ihr bei YouTube angemeldet sein. Das kann man ganz einfach kostenlos machen. Falls man will, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge und dann tschüss, euer Cori.